meinem Kanal. Ich befinde mich hier auf einem riesigen Firmengelände in einer Millionenstadt, muss ich sagen. Was das Thema war, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, da hinten in der Richtung ist ein Hafen, direkt am Rhein. Und ja, was das hier gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie man sehen kann, in alle Himmelsrichtungen stehen hier verlassene Fabriken, teilweise schon abgerissen. Und wir schauen uns jetzt mal um, was hier so zu sehen gibt. Ich würde sagen, bleibt dran. Also hier ist schon mal so eine kleine Halle. Hier sind auch alte Gleisanschlüsse. Vielleicht war das hier mal so ein Wartungswerk der Deutschen Bahn. Ich habe keine Ahnung. Absolut nicht. Und ja. Hier war auf jeden Fall mal ein Tor, was sie zugemauert haben. Kann man hier schon wieder rausgehen. Ein riesen Gelände. Riesengroß. Da steht noch ein alter Schornstein. Aber mich interessiert diese Halle da, weil es hier die einzige ist, die noch ein bisschen intakt ist. Ich meine, da drüben gibt es noch eine. Da ganz hinten. Mit diesen Blechen da vorm Fenster. Aber keine Ahnung, ob man da irgendwo reinkommt. Ich meine, da hätte ich auch so eine Bauwatch gesehen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal das da an. Bevor wir aber in die Fabrik reingehen. Ich habe gesehen, hier ist ja diese Eisenbahnbrücke. Da waren vorher irgendwie überall so, wie so Keller dran, ja, oder was? Lagerräume, irgendwas in die Richtung. Und da ist zum Beispiel einer, das schauen wir uns jetzt mal an. Scheint ein Schlafplatz von einem Obdachlosen zu sein. Auch da Whisky, Wodkaflaschen und sowas. Hier wird vermutlich jemand schlafen. Ich kann mir jetzt da hinten nochmal angucken. Das eine sah aus, als wäre da so eine Diskothek drin gewesen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Von irgendwas. Das sind Batterien oder so. Ich frage mich nur, warum die hier stehen. Keine Ahnung. Ja, da waren wahrscheinlich immer so Fensterfronten drin. Und hier wurde bestimmt irgendwas gelagert. Das hier fand ich sehr interessant. Weil ja alles so dunkel gestrichen ist. Hätte man sagen können, das wäre eine Diskothek gewesen. Oder irgendwas in die Richtung. Ich laufe gerade über so dicke Gasrohre. Da steht eine Bauwatch, direkt neben dem Container. Ja, und da hinten ist noch die andere Fabrik. Aber alles nacheinander. Jetzt gehe ich erstmal das da angucken. Gucken, was uns da so erwartet. Hier ist wieder so ein großes Tor, alles zugewachsen. Hm.
Ich guck mal, ob ich hinten rum einen Eingang finde. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, da rein zu klettern. Ich schaue mich einfach mal weiter um, was hier so gibt. Also hier standen vermutlich auch mal Gebäude. Das da vorne sieht aus, wo diese Mauer ist, da diese Erhöhung. Wie so eine Abbruchkante von Häusern. Vermutlich mal. Keine Ahnung, was das hier mal gewesen ist. Aber ich glaube, das kriege ich noch irgendwie raus. Irgendwo wird bestimmt irgendwie mal ein Schild stehen, wo was draufsteht, was das hier gewesen sein könnte. Ja, einen größeren Eingang gab es wohl nicht. Schauen wir mal hier rein. Riesige Halle. Hier liegen so Säcke mit Asbestaufschrift. Das ist ein leerer Raum. Was könnte das gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Auch dass die Räume hier nochmal so zugemacht wurden. Wieso, weshalb? Man weiß es nicht. Liegt noch ein bisschen Sperrmüll. Echt seltsam. Ist auch nur ein bisschen feucht hier und undicht das Dach. So wie das hier aussieht. Hier ist auch wieder so eine Riesenhalle. Keine Ahnung, da hinten ist das Tor, was wir von außen gesehen haben. Da steht eine alte Wäschespinne. Keine Ahnung, was wir hier gemacht haben. Auch wieder eine riesen Halle, die total leer ist. Hier steht auch nirgends so was. Schon seltsam. Hier haben sie irgendwie, glaube ich, nur kleine Party gefeiert. Bisschen Sekt und so. Oh. Also so wie ich gerade hier durchgehe, ich habe gerade hier einen Parfümgeruch wahrgenommen. Relativ frisch, so irgendwie. Mensch, ist hier noch einer? Oder hier ist gerade jemand gewesen, kurz vor mir. Du rochst auf jeden Fall nach leckerem Herrenparfüm. Keine Ahnung. Also hier ist nichts zu sehen, leider. Hier ist natürlich alles verkloppt und durcheinander gewichst, wie man sehen kann. Leider nicht viel zu sehen. Schade eigentlich. Ich gehe mal in die andere Richtung von der Halle da hinten. Vielleicht kann man da was sehen. Ich glaube, ich habe es doch richtig gerade gesehen. Da hinten, in diese Halle da, ist gerade jemand reingegangen. Den ich jetzt gerade gesehen habe. Ja, mal schauen. Was das für ein Kandidat ist, ne? Dann schauen wir uns das mal an. Die Sonne brennt heute erbarmungslos. Unglaublich.
glaube, wir haben so schöne 26 Grad. Herrliches Wetter. Hoffentlich kommen jetzt nicht die Bullen, wenn man das, wenn man diese Rehen hier im Hintergrund hört. Ich hoffe nicht. Und dann da ist der Herr. Ja, ich habe noch nicht gesehen. Also wie gesagt, was ich denke, das könnte vielleicht eine Halle für Züge gewesen sein. Probeannahmestelle, Messstelle. Okay. Von der Größe her, der Toreinfall und so würde das hinhauen. Vor allen Dingen mit dem Gleisanschluss da direkt vor der Tür. Wer weiß. Da ist leider nicht mehr viel zu sehen. Da hinten steht noch so eine Mauer hinter diesem Hügel. Und ja, sonst kann ich hier leider nicht viel zu sagen. Der da hinten, der ganze Komplex, der da zu sehen ist, der ist auch schon lange lost. Aber da bin ich gerade schon im Auto rumgefahren. Da ist alles verriegelt, verrammelt. Ich glaube, da kannst du nur über den Zaun irgendwo klettern, um da durchzukommen. Muss man sehen. So, meine Lieben, jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Ich habe mich gerade mit dem netten Herrn da unterhalten, der hier auch Fotos macht. Das hier war mal der größte Arbeitgeber von der Stadt Köln. Die Deutz AG. Die haben Motoren hergestellt für Traktoren, für LKWs unter anderem. Und da die viel Leerstand hatten, sind zeitweise Künstler hier eingezogen, aber das war wohl auch nicht das Gelbe vom Ei. So nach dem ganzen Hin und Her, dann haben sie sich dazu entschlossen, hier die Gebäude abzureißen. Manche Gebäude sind unter Denkmalschutz, historisch, und werden somit auch erhalten. Was hier mit dem Gelände letztendlich passiert, weiß man noch nicht. Man sieht aber, da im Hintergrund wird schon neu gebaut. Dahinter ist noch eine Großbaustelle. Und ich denke, das dauert hier noch 4-5 Jahre. Dann wird hier wahrscheinlich alles neu bebaut sein. In diese Richtung da findet sich der Rhein. Und ich denke mal, dann werden die hier ein paar nette Wohneinheiten hinpflastern. Ja, wir können uns einfach mal überraschen lassen, was so passiert. Ja, dazu kann ich jetzt nur noch sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, lasst mir ein Like oder einen Kommentar da. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr solche Videos. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, weil ich einfach beruflich keine Zeit dazu hatte. Aber ich hoffe, jetzt in Zukunft kriege ich wieder mehr davon hin. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Bis dahin, Peace, haut rein.